Guten Morgen hier aus dem Circuito de Andalucía. Das ist ein Special Video, Special Event. Und jetzt muss ich erst einmal schauen, ob ich hier überhaupt ein Motorrad habe, weil ich weiß nämlich noch nicht einmal, mit welchem Motorrad ich hier fahren darf. So, ich habe jetzt mittlerweile mein Motorrad gefunden. Yamaha R1 standardmäßig in schwarz. Bin ich gut gewohnt, fahre mal oft standardmäßige R1. Da sind wir in Portimao, haben wir schon das Reifentestvideo mit dem Metzler TD gemacht. Und natürlich habe ich gleich für den ersten Turn die Onboard-Kamera drauf. Die neue Insta 360 X3. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Ich habe die noch nicht probiert. Und ja, jetzt würde ich sagen, ziehen wir mal ein Lederkombi an, ab in den ersten Turn, Luftdruck noch machen und dann schauen wir mal, wie das Feeling so ist auf der Strecke. Zwei unterschiedliche Gründe dafür, es gibt zwei Überbegriffe der Gründe, warum du mit dem Motorrad nicht schneller fahren kannst. Das kann natürlich zum einen am Fahrer liegen, aber zum anderen auch am Motorrad. Nicht immer liegt es am Fahrer, obwohl man oft glaubt, das liegt an mir und der Fahrer ist schuld, der kann ja nicht fahren. Aber es ist auch hin und wieder das Motorrad. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar fahrerische Aspekte, die wir auf jeden Fall ausschließen sollten, warum dass du auf der Rennstrecke nicht schneller wirst. Und ich starte deswegen mit dem Fahrerischen, bevor ich auf die etwas einfacheren komme, nämlich beim Motorrad. So, speziell diese Tipps, die jetzt in diesem Video kommen, bezüglich der schnelleren Rundenzeit, die sind natürlich von Strecke zu Strecke so ein bisschen individuell, beziehungsweise auf den einen Strecken sind sie wichtiger als auf den anderen Strecken. Und wir sind hier auf einer Rennstrecke, der Circuito de Andalucía ist einer der absolut crazysten und schwierigsten, anspruchsvollsten Strecken, die ich jemals gesehen habe. Es sind viele Hobbyfahrer hier das erste Mal gewesen und haben nach dem zweiten Turn gesagt, Alter, hier fahre ich nicht mehr. Man braucht da 2-3 Tage, bis man so ein bisschen überhaupt weiß, wo es hingeht. Nichtsdestotrotz, die Profis, die dort trainieren, und es trainieren sehr viele Profis dort, die lieben diese Strecke, weil sie so komplex ist, weil man eben die nachfolgenden Tipps so extrem massiv dort trainieren kann und auch muss, um hier einigermaßen schnell zu werden. Bevor es im heutigen Video weitergeht, darf ich euch heute wieder einmal Readly vorstellen. Readly ist eine App, mit der ihr Zeitschriften, Magazine und noch vieles mehr auf eurem Tablet, auf eurem Handy und so weiter, auf allen Geräten lesen könnt, somit keine Zettelwirtschaft, keine Magazine mehr braucht, müsst nicht mehr in den Buchladen, in die Tankstelle rennen und so weiter. Ihr könnt speziell nach euren Themengebieten suchen, die euch interessieren, wie in meinem Fall zum Beispiel Automotorsport, Motorrad und so weiter. Alles, was für mich interessant ist in diesem Bereich. Und vor allem, man hat auch Zugriff auf wirklich Sachen, die es einfach auch schon vielleicht nicht mehr so aktuell sind, die jetzt nicht mehr oben vorgeschlagen werden, oben vorliegen auf den jeweiligen Regalen, sondern wirklich spezifisch in Bereichen suchen kann, die einem interessieren. Natürlich extrem nachhaltig, weil ich keine Zettelwirtschaft mehr habe, keine Papierform, sondern alles digital. Ich habe einen Offline-Modus, ich lade mir meistens da vorher schon einiges runter und kann es dann im Flieger, wenn ich hier bei diesem Video 3 Stunden nach Malaga fliege, habe ich 3 Stunden Zeit im Flieger und kann mir im Offline-Modus die Zeitschriften durchlesen, die ich mir vorab rausgesucht habe. Und da habe ich natürlich verschiedene Bereiche, zum Beispiel Automotorsport, Motorrad allgemein natürlich. Ich interessiere mich aber auch fürs Reisen, was natürlich auch hier ein Thema ist, weil wir müssen ja auch irgendwie hinkommen. Und noch viele weitere Gebiete, wo ich mich dafür interessiere. Und ich glaube, ihr interessiert euch ja auch nicht nur fürs Motorrad, sondern auch für weitere Sachen. Und dafür ist Readly wirklich eine tolle Alternative zu den normalen Zeitschriften und habe ich euch ja schon mal empfohlen, was sehr gut angekommen ist.
Ich habe da natürlich auch eine personalisierte Empfehlung. Das heißt, Readly weiß dann irgendwann, was dir gefällt und du kannst sagen, hey, mir gefällt das und das und das. Und dann schlägt dir natürlich Readly auch dementsprechend vor, wenn du in die Startseite reingehst, was du gerne vielleicht sehen willst. Und da ist eigentlich immer was dabei, wenn man mal so eine Mittagspause hat, wo man gerade so seine Zeit vertreiben möchte. Mit dem Link in der Beschreibung zu Readly könnt ihr Readly mal testen für nur 99 Cent im ersten Monat und könnt dann mal schauen, ob euch das passt und könnt dann immer noch weiter entscheiden, ob das was für euch ist. Von dem her bedanken wir uns natürlich an Readly, die dieses Video ermöglichen, für die extrem wichtigen Tipps für die schnellere Rundenzeit auf der Rennstrecke. Die Geschwindigkeit wahrzunehmen funktioniert in der Regel über zwei Sinnesorgane. Einmal ist das deine Optik und zum anderen ist das das Gefühl, was dir das Motorrad vermittelt und wie sich dein Körper bewegt, die Gehkräfte und so weiter und so fort. Aber einer der wichtigsten Faktoren meiner Meinung nach ist die Optik. Und dein Gehirn entscheidet anhand deiner Optik, ist das jetzt schnell oder ist das jetzt langsam? Und ein riesengroßes Problem, warum man sich meist schneller fühlt, als man theoretisch vielleicht ist, ist das zu kurze Schauen. Umso näher eine Distanz ist, umso näher ein Objekt ist, das es du fokussierst, desto schneller kommt einem das vor. Ich sage immer, das beste Beispiel ist dabei, mit 30 km/h mit dem Fahrrad zu fahren, auf den Boden zu gucken. Das sieht relativ schnell aus. Und das Gegenteil davon ist, pardon, im Flieger bei 850 km/h aus dem Fenster zu gucken, in die Entfernung am Boden zu gucken, bei 10.000 Meter Entfernung, und es bewegt sich so gut wie nichts. Das gleiche ist hier beim Motorradfahren der Fall. Umso näher ich den Boden vor mir fokussiere und die Steine suche, desto schneller kommt es einem vor. Die Schwierigkeit daran ist nur, die Kurven dann richtig einzusehen, wenn ich denn so weit nach vorne schauen soll. Denn die Kurve ist ja meist unmittelbar vor mir. Und das ist die Kunst des peripheren Sehens. Autofokus in Fokus. Das kannst du mal testen, indem dass du auf deine Hand vor deinem Gesicht fokussierst, aber noch gerade schaust. Und trotzdem siehst du aber im Horizont und in Entfernung eine Bewegung. Und dieser Fokus des Scharfsehens, das soll so weit wie möglich vorne weg sein. Und der Apex, also der Scheitelpunkt in der Kurve, den du anvisierst und wo du hinfahren willst, den musst du eigentlich Autofokus immer noch wahrnehmen. Ich schaue jetzt in die Ferne, ich fokussiere in die Ferne auf meine linke Hand und der Apex ist quasi unmittelbar vor mir, Autofokus nicht sehen, aber trotzdem bewegen. Und deswegen kann ich trotzdem entscheiden, wo ich hinfahre, aber dabei trotzdem in die Ferne zu sehen, um quasi die Bewegung so langsam wie möglich wahrzunehmen. Und das ist einer der besten und vor allem der wichtigsten Faktoren mit dem Motorrad. Oder nicht nur mit dem Motorrad, sondern eigentlich mit jedem Fahrzeug schnell zu fahren. Man muss das Gehirn austricksen und ihm sagen, hey, es ist eigentlich gar nicht so schnell. Wir haben Luft, wir haben Zeit, weil die Distanz nach vorne ist noch massig weit. So, wir haben ein bisschen ein Motorradmangelproblem, deswegen teile ich mir mit einem weiteren Teilnehmer hier diese E1. Und wir haben jetzt hier einen Pirelli SC1 drauf und der ist komplett zerstört. Steven, schau dir mal das an. Also den kannst du eigentlich nicht mehr fahren, das ist eigentlich Schrott jetzt, ne? Also hinfällig. Alter, war jetzt auch richtig zügig, also so richtig zügig. Die Strecke hat extrem viel Grip, hier, mittlerweile nachdem der Sand weg ist. Und das macht die Reifen ziemlich kaputt. Und wir haben bis jetzt noch keinen Reifen gefunden, der das irgendwie abkann. Also alle Reifen hier durch die Bank reißen auf. Bei der Yamaha ist es jetzt ein Fahrwerksproblem, weil die halt standardmäßig mit dem Federbein so ein bisschen zu soft ist. Aber jetzt probieren wir es mal mit dem anderen und dann schauen wir weiter.
Wenn es ums Thema Standardmotorräder auf der Rennstrecke geht, dann kann man da wirklich viel rausholen. Und speziell, wenn man jetzt zu so einem Veranstalter wie Bike Promotion geht, der da mit Motorräder hat, Standardmotorräder, dann ist das wirklich besser als Nicht-Motorradfahren. Und es ist mittlerweile aus meiner heutigen Sicht eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Standardmotorräder aus heutiger Sicht wirklich extrem viel können. Und man muss nur ein paar Sachen beachten, wo man dann später noch drauf hinkommt. Ein weiteres Thema, was zum Thema Blick führt, ist unter anderem natürlich auch, wer hat es noch nicht erlebt, wenn du überholen willst und du kommst einfach an demjenigen nicht vorbei. Das heißt, du bist auf den aufgelaufen, weil du offensichtlich schneller warst und auf einmal tust du dich schwer, da vorbeizufahren. Du fährst ihm einfach hinterher, obwohl er 3 Sekunden langsamer ist, und genau das ist das Thema Blick, weil du kommst dir auf einmal genauso schnell vor, als wenn du alleine mit deinem Speed fahren würdest. Und im Endeffekt passiert Folgendes: Du fokussierst auf sein Heck. Du lest seinen Namen, du siehst, welches Motorrad er hat, welche Farben und so weiter. Und es ist scharf. Alles vor ihm ist unscharf. Das heißt, das, was du fokussierst, ist relativ nah. Und da es relativ nah ist, kommt es im Gehirn wieder relativ schnell vor. Was dich dazu bringt, dass du im Endeffekt das Gas unterbewusst, weil du bist ein intelligenter Mensch, also machst du das Gas zu. Das ist ein Überlebensinstinkt. Das Gehirn sagt, du bist schnell, alles klar, Gas zu. Was musst du stattdessen machen? Im Endeffekt sagt man, schau durch ihn durch. Fokussiere nicht auf den Vordermann, sondern fokussiere auf deine Linie, auf deine nächsten Scheitelpunkte, die du anfokussieren kannst, die in der Entfernung des Möglichen liegen. Den Vordermann musst du trotzdem out of focus beachten. Du kannst das jederzeit trainieren, auch auf der Straße, im Auto kannst du die Fokuspunkte versetzen, verschieben und so weiter. Versuche bewusst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Autofokus, Infokus. Das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die man im Rennsport und auch was alles, was Bewegung anbelangt, Sport, Dynamik, Koordination braucht. Guten Morgen hier aus dem Circuito de Andalucía. Aber ihr wisst es jetzt, die Strecke ist massiv tricky. Blickführung, weit nach vorne schauen, weit wegschauen, die Scheitelpunkte darfst du nicht anvisieren. Wenn du hier die Scheitelpunkte anvisierst, bist du nicht mehr schnell. Du musst quasi wirklich weit vorausschauen und die Scheitelpunkte out of focus setzen. Auf dieser Rennstrecke ist natürlich dieses Blicklösen, weit vorausschauen, massiv wichtig. Es gibt Rennstrecken, da kann man das, beziehungsweise wird das so ein bisschen, das ist nicht so schlimm, wenn man es nicht so ganz präzise macht. Aber hier ist es extrem wichtig, und es gibt auch noch weitere viele Rennstrecken bei uns, wo das immer von Kurve zu Kurve unterschiedlich wichtig ist. Ein weiterer Tipp, den ich jetzt noch out of topic zu euch gebe, ist dieses frühere Lösen vom Scheitelpunkt. Oft einmal hat man dieses Gefühl von, oh, ich bin zu schnell, und das fühlt sich so wahnsinnig erdrückend an, wenn man in eine Kurve reinfährt und man fühlt sich zu schnell, und dann ist der Blick immer massiv auf den Scheitelpunkt mit so großen Augen. Und das ist eigentlich was, wo man trainieren muss, dass man darüber hinwegschaut und den Blick trotzdem vom Scheitelpunkt löst und Richtung Kurvenausgang schaut, weil in dem Moment wird es automatisch im Gehirn wieder langsamer. Was ich in dem Moment noch dazu mache, obwohl ich mich noch teilweise zu schnell fühle, vorausgesetzt ich treffe den Scheitelpunkt, ich öffne das Stützgas wieder. Das Stützgas öffnen, umso früher, dass ich das Stützgas öffne beim Scheitelpunkt, desto mehr kmhchen habe ich am Scheitelpunkt. Und wenn es nur 3-4 kmh mehr Schwung sind, die ich mitnehmen kann, und das kostet jedes Mal Überwindung, speziell in Rijeka ist das so ein Thema mit so überhöhten Kurven, hoher Kurvenspeed, wo du denkst, Alter, das ist so schnell, das halte ich gar nicht aus. Aber einfach dieses Bam, wieder Stützgas anlegen, die Geschwindigkeit halten, um den Schwung mit aufzubauen, weil alles, was du am Scheitelpunkt schneller fährst, musst du weniger hart beschleunigen, hast somit weniger massive Grip-Probleme. Jetzt habe ich zum Beispiel gelernt, dass ich mal mit einem Profi zusammengefahren bin, beziehungsweise dem seine Daten über meine gelegt haben, und wir gesehen haben, okay, ich beschleunige später, dafür härter, und der beschleunigt früher und dafür viel softer. Das heißt, er macht einfach das Stützgas früher auf und hat somit 12 km/h mehr Corner Speed gehabt, und das macht schon auch viel aus, und das geht nur in Verbindung mit der Blickführung. Guten Morgen hier aus dem Circuito Andalusia, Tag 3. Ich werde jetzt nochmal auf Rundenzeit gehen. Ich habe 2 neue Reifen drin. Ich schaue mal, was aus der Serienkiste nochmal herauszuquetschen ist. Ich versuche sie richtig auszubiegen. Das war gestern schon grenzwertig. Ich habe das Motorrad verbogen, wirklich. Und dann komme ich auch schon zum nächsten Tipp, der ganz, ganz wichtig ist. Und das ist dein Mindset im Kopf. Du musst einfach in dir drin extrem tief entspannt sein. Du musst fokussiert sein. Du musst genau wissen, was du hier machst. Du musst
Du musst viel Energie haben. Du darfst deine Energie, die du hast, nicht auf andere Sachen umschwenken oder irgendwo abgelenkt sein, sondern du musst exakt auf das fokussiert sein, was du machst. Und da gibt es ein paar wichtige Trainingsmöglichkeiten, die nicht mal Geld kosten und die ich euch empfehlen kann zu machen. Zum einen ist es natürlich wahnsinnig viel Sport, so gut wie es geht, und es gibt dafür keine Ausreden, dass man dafür keine Zeit hat. Ich habe auch wenig Zeit, ihr kennt mich, ich arbeite Tag und Nacht gefühlt, aber für Sport habe ich Zeit, ich nehme die Zeit, das ist eine Priorität. Ich versuche zwischen 100 und 250 Kilometer Rennrad die Woche zu fahren, versuche mich massiv besser zu ernähren, trinke keinen Tropfen Alkohol mehr, versuche keinen Zucker zu mir zu nehmen. Und seit 3 Monaten mache ich Kältetherapie, also sprich, ich gehe in Eisbadwasser und Kältewasser, so gut wie es, so kalt wie es halt geht, um quasi meinen Körper mehr in, oder mein Mindset, meine Gedanken mehr in die Kotzgrenze zu bringen und über diese Kotzgrenze hinaus und zu wissen, hey, da geht noch mehr, ich kann noch mehr. Und wenn du da draußen denkst, Alter, oh, ich kann nicht mehr, dann kommt das Gefühl von, okay, eine Runde noch eine Runde und noch mal ein bisschen später bremsen, noch mal früher ans Gas. Dann ist es zwar anstrengend, aber es ist nicht mehr so diese Kotzphase, die man hat im Helm. Und das ist eine der wichtigsten Faktoren für mich, die mich noch mal obendrauf im letzten Jahr 1 bis 1,5 Sekunden schneller gemacht haben. Nur weil ich da oben mental stärker bin, körperlich fitter bin und meine Energie besser bündeln kann auf das, was ich mache. Und das kann ich so empfehlen. Wenn ihr Bock habt, darüber noch mehr zu erfahren, was ich da alles mache, das ist ein eigenes Video, schreibt es gern runter in die Kommentare. Und jetzt gib mir Gas, Focus, Energy. So, das ist natürlich wieder typisch. Fahrwerk ist einfach A und O. Ich habe jetzt bei dem Mietmotorrad, das ich hier von Bike Promotion fahren darf, eigentlich nichts verändert. Aber ich dachte mir dann so heute Nacht, eigentlich habe ich schon so ein paar dynamische Defizite. Jetzt mache ich mal ein bisschen hier, dann mache ich mal ein bisschen da. Und dann mache ich das. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Bin eher wieder in die konservative Richtung gegangen bei dem Steiner Motorrad. Speziell hier auf der Strecke sind sehr viele Bodenwellen, Bumps und Schlaglöcher und alles Mögliche. Das war eine Punktlandung mit dem Standardfahrwerk. Ja, jetzt bin ich gerade mal eine Sekunde weg vom Roger, der mit der gemacht mir eins mit der FGR-Gabel und so weiter hier 1,58 gefahren ist. Schauen wir mal, ob noch was geht. Die Bremse ist schon echt, Alter, die Bremse, die fällt schon ein paar Mal durch. Ich bin 2-mal geradeaus gefahren nach der 5. Runde. Naja. Unter anderem ein ziemlich häufiger Grund, warum du mit dem Motorrad nicht schneller fahren kannst, als du machst, ist, dein Motorrad möchte dir irgendetwas mitteilen. Und zwar ist es meistens nicht einmal dein Motorrad, sondern sehr oft der Reifen. Der Reifen ist dafür gebaut, um mit einem gewissen Gewicht und mit einer sogenannten gewissen Normalkraft, die von oben herrscht, Maximum Grip zu generieren. Und im besten Fall verteilst du das Gewicht zwischen von deinem Motorrad und dir als Fahrer im besten Fall auf beide Achsen relativ identisch, und zwar in maximaler Schräglage. Und da sprechen wir von der Balance. Wenn das Motorrad also in einer schlechten Balance ist, ist in der Kurve in maximaler Schräglage am Scheitelpunkt oder am Umkehrpunkt entweder das Vorderrad überladen oder das Hinterrad überladen und somit das Vorderrad zu wenig beladen. Und das musst du nicht zwingend verstehen, was da passiert. Allerdings gibt dir der Reifen unterbewusst und sehr subjektiv das Gefühl von, Alter, ich habe hier keinen Bock drauf. Meistens äußert sich das in dem, dass du einfach nicht das Vertrauen hast, in maximal Schräglage dieses Pam reinzufahren, Knie am Boden, Gas anlegen, aufrichten, beschleunigen. Sondern es ist immer so ein bisschen so ein Gefühl von ha ha hu ha hu hu hu. Und das ist meistens was vom Motorrad kommt und sehr selten vom Fahrer. Das Motorrad will dir was vermitteln und du kannst es aber schwierig einordnen. Und dahingehend würde ich auf jeden Fall einmal das Thema Fahrwerk aufsuchen. Mein Ziel war eigentlich, unter diese 2 Minuten zu kommen. Und deswegen haben wir dafür eigentlich Tag 3 genutzt, weil an Tag 3 wusste ich, okay, jetzt gibt es einmal neue Reifen, morgens ist nicht so viel los, Temperatur ist ein bisschen geringer, jetzt muss eigentlich passen. Und es war total kurios, weil ich hatte genau, ja, ich sag mal, 2 Runden, bis die Originalbremse der Yamaha durchgefallen ist, weil die Bremse ist einfach, ja okay, das ABS, lange Leitung und so weiter. Spielt keine Rolle. Das heißt, ich habe nur 2 Runden. 2 Runden mit dem neuen Reifen und die müssen passen. Die haben auch gepasst. Bin dann 1,58, 8,59 gefahren. Kurioserweise mit einem Vogel im Gesicht. Also das war ganz, ganz witzig, weil, naja, witzig eigentlich nicht, aber ich bin die Gegengerade runter und habe bei 250 km/h einen Vogel. Kopf gekriegt, dann wurde es kurz finster. Dann habe ich die,
die Federn gesehen und ich habe mir gedacht, okay, jetzt die eine Runde noch fertig machen, du musst die fertig machen. Es war dann eben 58. Schlag mich tot. Von dem her war alles super, aber es war nicht so einfach, weil ich musste auch am Fahrwerk was ändern. Ich wollte eigentlich am Fahrwerk nichts ändern, aber das ist eigentlich der nächste Tipp, wenn es ums Thema Fahrwerk geht und was häufig der Fall ist. Und in dem Fall war es der Fall. Standardmotorräder oder ganz viele Motorräder, die bei uns hier reinkommen, die von euch gefahren werden, haben Standardfahrwerke drin und ein Standardfahrwerk hat ein riesengroßes Problem. Nicht, dass die Fahrwerke zu wenig Dämpfung hätten oder so, das ist eigentlich gar nicht der Fall, meistens haben sie zu viel. Aber sie sind unterfedert, das heißt, die Federn sind zu soft. Das hat den Hintergrund, dass meistens Straßenmotorräder sind und irgendwo ein breiter Kompromiss ist und jetzt kommst du mit 80, 90 Kilo und packst Slicks drauf, gehst damit auf die Rennstrecke. Klar sind die Federn zu soft. Das ist ein Federproblem. Und was wird dann oft gemacht, speziell in diesem Fall mit so einem Mietmotorrad? Na klar, die einfachste Variante, wir nehmen einfach irgendwo 14er Nuss und eine Verlängerung und eine Ratsche und dann packen wir mal 15 Umdrehungen Preload, Vorspannung auf die Gabel drauf und das machen wir hinten genauso, damit es härter wird. Und das ist eben falsch. Und wenn jemand sagt, und das ist einer Tipptalk, wo ich jetzt wirklich vorgreife, vor allem auch aus meiner Literatur, die noch nicht fertig ist, die Federvorspannung hat nichts mit der Härte zu tun. Aber jeder, der sagt, die Federvorspannung macht irgendwie doch härter, der muss sich recht geben. Das hat nämlich den Hintergrund. Um es einfach zu sagen, eine Feder hat Newton pro Millimeter. Das heißt, eine 100er Feder braucht 100 Newton, um 1 Millimeter einzufedern. Braucht 1000 Newton, um 10 Millimeter einzufedern. 100 Newton sind ca. 10 Kilo, 1000 Newton sind ca. 100 Kilo und so weiter. Wenn jetzt die Feder, die Vorspannung der Feder wird eigentlich angegeben in Millimeter. Die Millimeter heißt die Differenz der ausgebauten entspannten Feder zur eingebauten vorgespannten Feder. Dies wird angegeben in Millimeter und das ist die Federvorspannung. Das heißt, wenn ich eine 100er Feder 10 Millimeter vorspanne, dann liegen dort schon 1000 Newton an. Also ca. 100 Kilo. Das heißt, ich brauche Minimum 100 Kilo, um die Feder weiter loszubrechen. Und wenn ich die Feder jetzt 15 mm vorspanne, dann brauche ich mindestens 150 Kilo, um die Feder loszubrechen. Das heißt, wenn ich jetzt die Augen verbunden hätte und nicht wissen würde, was, wo, wie verbaut ist und eine 100er Feder in einem Motorrad mit 10 mm Vorspannung drücke und ein Motorrad mit 15 mm an einer 100er Feder mit Vorspannung drücke, dann sage ich, okay, die ist härter. Deswegen kommt dieser Sinnesdruck, dass es härter ist. Das Problem ist, es ist nicht härter, weil ab dem Zeitpunkt, wo die Feder losgebrochen ist, ist es trotzdem immer noch nur die 100er Feder. Und das ist ein großer Irrglaube, weil es sich subjektiv so anfühlt, aber es hat verdammt viele Negativfaktoren, die mit einhergehen. Und zwar die Negativfederwege in Bezug auf statisch und dynamisch. Dynamisch passt dann meistens mit dem hohen Gewicht, wo wir drauf sitzen, aber statisch haben wir keinen Negativfederweg mehr. Und was speziell an der Gabel beim Beschleunigen oder beim Bremsen am Federbein immer ein großes Problem macht, was auch hier genau der Fall war. Die Federvorspannung war maximal angehoben und das Motorrad hat überhaupt keine Negativ im statischen Bereich mehr gehabt. Das heißt, ich habe vorne eine massive Wheelie-Neigung gehabt, bei der kleinsten Buckel, bei den kleinsten Unebenheiten ist das Vorderrad abgehoben, weil die Gabel nicht mehr ausgefedert ist, weil das Losbrechmoment der Vorspannung so hoch war. Genauso beim Anbremsen ist das Hinterrad sofort abgehoben, weil die Hinterachse nicht mehr ausfedern konnte und dementsprechend das Hinterrad in der Luft ist. Und wenn es einmal in der Luft ist, dann ist es in der Luft, dann kannst du die Bremse nur noch wieder lösen, was dich in dem Fall 25 Meter kostet. Also was habe ich gemacht? Eher wieder konservativ die Federvorspannung rausgenommen, akzeptiert, dass die Feder zu weich ist. Okay, dann ist sie zu weich, dann stehe ich halt ein paar Sachen zu tief, dann gehe ich vielleicht auch mal auf Block, wo hingegen ich bei der massiv vorgespannten Feder vorne genauso hätte auf Block gehen können, weil wenn die Gesamtenergie zu viel ist, dann ist sie zu viel, egal wie hoch das Losbrechmoment ist. Und von dem her habe ich das akzeptiert und somit ein schön ansprechendes Motorrad wieder zurückbekommen, mit wohlwissend, okay, die Feder ist ein bisschen zu weich, aber im Endeffekt, was ich damit sagen will, die Federrate ist mit nichts zu ersetzen als wie mit der Federrate. Also versuchst, dass die Negativfederwege passen, statisch sowohl als auch dynamisch. Beide müssen passen. Und wenn die Feder zu weich ist, nehmt es lieber eine härtere Feder als wie zu viel Federvorspannung. So, Tag 3 ist um. Das war ein massiv geiles Event. Danke an Bike Promotion. Geht nochmal raus. Wirklich, der Thomas hat Geburtstag gehabt. Wir haben dann noch Geburtstagsfeier gehabt. Er ist 50 geworden und so. Also wirklich, wir waren 35, 40 Mann auf der Rennstrecke, wir hatten mächtig viel Spaß, mächtig viele Runden, kaum Verkehr, minimal hin und wieder mal den einen oder anderen, aber das war dann eher ein positiver Effekt und war wirklich, wirklich toll. Ich war noch nie in dieser Jahreszeit in Spanien, es war sehr heiß, aber war angenehm. Also muss ich echt sagen, wer mal eine Herausforderung möchte,
Der soll auf jeden Fall auf die Rennstrecke in Südspanien gehen. Die ist direkt neben dem Circuito de Almería. Almería war so meine Lieblingsstrecke. Mittlerweile muss ich sagen, Andalusia, früher so eine Hassliebe, jetzt geht es schon in Richtung positiv mehr. Also, kann ich empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar reinschreibt, ob ihr das schon gewusst habt, ob ihr was Neues gelernt habt, was ihr noch wissen wollt, gerne. Und natürlich abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.